Wer würde nicht gerne im Schlaf Geld verdienen und durch passives Einkommen sein Gesamteinkommen steigern oder vielleicht sogar nur von passivem Einkommen leben? Wir wollen heute mal besprechen, welche Möglichkeiten von passivem Einkommen es denn an der Börse gibt, was die Vor- und Nachteile sind und was es da zu beachten gilt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über das Thema passives Einkommen an der Börse. Welche Möglichkeiten gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile? Was gilt es zu beachten? Wie kannst du das Ganze umsetzen? Und wir fangen erstmal mit der Definition an. Was ist denn überhaupt passives Einkommen? Und zwar bezieht es sich auf Einkommensströme, die regelmäßig generiert werden, ohne dass dafür kontinuierliche aktive Arbeit geleistet werden muss. Es ist ein Einkommen, das unabhängig von direkter Arbeitsleistung oder investierter Zeit erzielt wird. Und das ist doch etwas, was eigentlich ganz schön klingt. Man hat erstmal Einkommen, ohne irgendetwas aktiv dafür tun zu müssen. Und da gibt es ja gewisse Möglichkeiten, gewisse Dinge, die immer wieder auch diskutiert werden. Meistens ist es dann doch nicht ganz so passiv, wie man sich das vielleicht erhofft, aber das gucken wir uns gleich mal im Detail an. Wir wollen uns heute aber mal bewusst angucken, was gibt es denn an der Börse für Einkommensströme. Das Thema Zinsen lasse ich jetzt mal bewusst außen vor, weil das hat jetzt nicht direkt was mit der Börse zu tun. Zinsen kann ich auch bekommen, wenn ich auf dem Tagesgeldkonto einfach mein Geld parke, sondern es geht jetzt wirklich darum, was kann ich denn an der Börse tun, beziehungsweise wie kann ich denn da investieren und was gibt es denn da für passive Einkommensströme. Das erste und offensichtlichste ist vielleicht mal das Thema Dividenden. Was sind Dividenden? Das sind Gewinnausschüttungen eines Unternehmens an seine Aktionäre. Das Ganze passiert für gewöhnlich regelmäßig, also monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich. Und ist eben eine schöne Möglichkeit, weil ich investiere einmal mein Kapital. Das kann eine Aktie sein, das kann auch ein ETF sein, der ausschüttend ist. Selbst wenn er tesaurierend ist, wird das Geld ja wieder angelegt. Und ich muss nichts dafür tun. Das Geld arbeitet sozusagen einfach für mich. Das Unternehmen schüttet Kapital aus. Es wird dann mir ausgezahlt oder eben reinvestiert, je nachdem, was ich da sozusagen eingestellt habe. Und ich muss dafür nichts weiter tun. Naja, man muss schon ein paar Sachen beachten tatsächlich, denn es hat zum Beispiel ein paar steuerliche Effekte. Anders als Kursgewinne, die, solange ich sie nicht verkaufe, keinen steuerlichen Effekt haben, muss ich erstmal Dividenden versteuern. Ist ja aber auch okay. Ich habe ein Einkommen, ich muss ja auch mein anderes Einkommen versteuern, also geht davon ein Teil direkt zum Staat weg. Dann gibt es tatsächlich noch solche Themen wie Quellensteuern. Auch das muss man bedenken, je nachdem, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Kann es sein, dass ich mich dann auch mal mit Quellensteuern beschäftigen muss, wie zum Beispiel Louis Vuitton und französische Aktien. Da wird erstmal mehr Geld einbehalten, als ich eigentlich zahlen müsste, auch trotz des Doppelbesteuerungsabkommens. Das heißt, ich muss mich dann vielleicht damit beschäftigen, das Geld wieder zurückzuholen. Das heißt, es ist schon nicht mehr ganz so passiv. Oder ich muss einfach dann akzeptieren, dass ich weniger ausgezahlt bekomme. Und ja, vielleicht lohnt es sich dann auch gar nicht, diese Quellensteuer zurückzufordern. Das heißt, man hat durchaus auch immer ein bisschen was zu tun, selbst mit Dividenden. Wir gucken uns aber auch gleich nochmal die andere Punkte bei den Dividenden etwas genauer an. Der zweite Punkt, das sind Kursgewinne. Und zwar entstehen Kursgewinne natürlich durch den Wertzuwachs des Vermögenswerts. Das können Kursgewinne bei Aktien sein, bei ETFs, aber auch bei anderen Werten und Wertpapieren. Und Gewinne, wenn man sie realisiert, dann hat man im Prinzip einfach einen Gewinn. Den muss man nicht versteuern, wenn man ihn nicht realisiert. Wenn man ihn realisiert, muss man ihn versteuern. Aber Kursgewinne, auch da, man sitzt im Prinzip nur rum. Die Aktie steigt, wenn wir jetzt mal von einer Aktie reden. Sie kann aber halt auch fallen, dann habe ich vielleicht auch Kursverluste. Das heißt, das ist nicht wirklich ein Einkommen in dem Sinne, denn ich weiß ja auch nicht wirklich, was dabei rumkommt. Es fehlt diese Regelmäßigkeit, die ich zum Beispiel bei Dividenden habe. Aber gerade wenn man eben auf langfristig wachsende, qualitativ hochwertige Unternehmen geht, das, was wir ja hier auch ein bisschen als Fokus auf dem Kanal haben, dann hat man natürlich schon eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass dann eben auch langfristig Kurszuwächse kommen. Und dann ist das natürlich etwas, man kauft etwas, wie André Costolani gesagt hat, nimmt eine Schlaftablette und irgendwie 10, 20 Jahre später guckt man drauf und hat eben Kursgewinne, die man dann realisieren kann und hat in der Zwischenzeit tatsächlich nichts dafür getan, sondern die Mitarbeiter des Unternehmens, an dem man sich beteiligt hat, haben etwas dafür getan. Auch da gibt es Dinge zu beachten, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und dann gibt es noch das dritte, das Trading. Das erfordert auch eine klare Strategie und aktive Entscheidungen. Und da haben wir schon nämlich genau den Punkt. Wir kommen eigentlich von einer passiven Sache immer mehr hin zum Aktiven. Das heißt, man merkt schon so ein bisschen, so richtig passiv ist nichts davon. Das ist auch schwierig an der Börse, etwas komplett Passives zu machen. Man kann zwar so ein bisschen den Arbeitsaufwand reduzieren, aber man muss sich schon mit jedem Thema beschäftigen. Bei Trading muss ich schon eine klare Strategie haben. Ich muss aktiv kaufen und verkaufen. Das heißt, ich habe auch einen kürzeren Zeithorizont.
Das ist dann also tatsächlich etwas, wo ich etwas tun muss, um Geld zu bekommen. Und das ist egal, ob ich kurz- oder mittelfristig Aktien handle oder ob ich Optionen handle oder Futures. Ich habe ja vor kurzem auch mal ein Video gemacht, wo ich Optionen mal angesprochen habe und mal kurz erklärt habe, was da die Vor- und Nachteile sind. Aber es ist alles dann schon etwas Aktiveres. Es ist vielleicht kein Vollzeitjob und das ist ja auch etwas, was vielleicht schon für viele attraktiv sein kann. Dass man sagt, okay, man handelt nicht mehr so aktiv, also man hat keinen 40-Stunden-Job mehr, aber man macht eben so eine Art Nebenjob oder man hat eben so weniger Aufwand und hat trotzdem ein Einkommen über die Börse. Das wäre dann hier der Trading-Bereich. Darüber reden wir dann gleich nochmal. Wenn wir mal über Dividenden sprechen, dann muss man eben auch eine wichtige Sache beachten und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so passiv, wie viele denken. Man muss auch beachten, was macht denn das Unternehmen darunter. Ich habe jetzt hier einfach mal Rio Tinto als Beispiel genommen und wir sehen hier in Blau die Dividende, in Gelb die Dividende je Aktie, wie die bezahlt worden ist. Wir sehen in Blau den Gewinn je Aktie und wir sehen hier auch die Prognose für die nächsten Jahre hier rechts im grauen Bereich. Was wir hier schon sehen können ist, die Dividende je Aktie steigt mit dem Gewinn je Aktie und wenn dann eben auch der Gewinn der Aktie zurückgeht, wie wir hier sehen können in Blau, dann sinkt eben hier auch die Dividende und die soll auch hier laut der Prognose weiter sinken, weil auch der Gewinn nicht wirklich vorankommt. Das heißt, jetzt kann man sagen, naja gut, ich bekomme ja trotzdem weiterhin eine Dividende ausgezahlt, das ist auch korrekt. Aber es ist eben nicht so, dass man sich darauf verlassen kann, dass die erstens immer gezahlt wird. Es gibt auch Unternehmen, die setzen ihre Dividende komplett mal aus, weil sie sich gerade nicht mehr leisten können. Oder man kann auch nicht davon ausgehen, dass die Dividende stetig gesteigert wird oder zumindest stabil bleibt. Eine Dividende sollte im besten Fall auch mit oder über der Inflationsrate steigen, damit man eben auch später was davon hat und nicht sozusagen immer weniger davon rauskriegt. Und dementsprechend ist das etwas, worauf man auch einen Blick haben sollte. Zusätzlich zu dem ganzen Steuerthema sollte man auch ein bisschen den Blick darauf haben, wie sieht denn der Gewinn je Aktie aus? Steigt der, sinkt der, also über einen längeren Zeitraum kontinuierlich? Wie ist denn das Dividendenverhalten? Wie ist die Dividendenstrategie des Unternehmens? In vielen Geschäftsberichten kann man dazu auch was lesen. Also ein bisschen sollte man sich schon damit beschäftigen. Wenn man da aber mal das richtige Depot aufgesetzt hat aus Unternehmen, qualitativ hochwertige, langfristig wachsende Unternehmen, dann haben die meistens auch eine langfristig wachsende Dividende, wenn sie überhaupt eine bezahlen. Aber das sind auch Dinge, die man da eben durchaus erstmal beachten muss und ein bisschen erstmal aktiv tätig werden muss. Dann kann das aber ein sehr entspannter Weg sein, mehr oder weniger passiv Einkommen aufzubauen. Bei den Kursgewinnen ist das dann schon ein bisschen aufwendiger, das muss man auch dazu sagen. Denn Kursgewinne, haben wir ja eingangs schon gesagt, hängen natürlich sehr, sehr stark auch davon ab, wie gerade die Marktlage ist und über welchen Zeitraum ich das Ganze betrachte. Das heißt, es kann eben durchaus auch mal sein, wie jetzt hier bei ASML, langfristig wächst zwar der Kurszuwachs wunderbar, aber es gibt halt teilweise wirklich scharfe und starke Einbrüche auch im Aktienkurs, hier in Blau dargestellt. Und das ist natürlich etwas, wo ich dann auch die Ruhe bewahren muss und natürlich sagen muss, okay, das ist etwas für die Zukunft. Ich möchte ja, dass es passiv anwächst und mich gerade nicht damit beschäftigen. Da muss ich mich dann auch aktiv dazu treiben, Geduld zu haben und muss mir einfach auch bewusst darüber sein, dass der Aktienkurs langfristig eben auch mit dem Gewinn je Aktie wächst. Das ist das, was wir hier in Gelb dargestellt haben bei ASML. Und natürlich muss ich mich dann auch damit ein bisschen beschäftigen, ist es denn durchaus möglich, dass der Gewinn langfristig wächst? Also auch da habe ich eine gewisse Art von Analyse, die ich machen muss, muss mich aktiv damit beschäftigen, sollte auch regelmäßig nachschauen, ob das dann weiterhin wahrscheinlich ist, dass der Gewinn weiterhin wächst des Unternehmens oder ob ich da vielleicht irgendwelche Risiken habe, die mein Einkommen in der Zukunft gefährden. Also auch da, so ganz passiv ist es nicht. Es ist auch ein bisschen aktiver als eben das Thema Dividenden. Aber es ist durchaus etwas, wenn man da die richtigen Dinge tut, kann das eine sehr entspannte Sache sein, die man vielleicht einmal die Woche prüft oder eben einmal im Jahr, je nachdem, welche Strategie und welchen Ansatz man da fährt. Es muss nicht sein, was man täglich macht. Und da kommen wir jetzt eben zum Trading und das ist dann eher das, was man schon sehr, sehr regelmäßig verfolgen muss. Wir haben jetzt hier mal das Beispiel Plug Power. Plug Power hat hier vor ein paar Jahren fantastische Gewinne gemacht, ist ja in kurzer Zeit von 4 Dollar auf 80 Dollar gestiegen, also sich enorm vervielfacht und hat extrem viel Spaß gemacht. Das sind dann natürlich auch genau die Trades, die dann auch extrem viel Einkommen generieren. Aber es ist eben nicht passiv, denn wenn ich hier nicht ausgestiegen wäre, irgendwo hier oben, dann hätte ich heute gar keinen Gewinn mehr, hätte sogar wieder einen Verlust. Also es ist nichts, was ich passiv machen kann, sondern ich brauche dann schon eine klare Strategie. Wann steige ich ein, wann steige ich aus? Sollte da ja mindestens mal einmal die Woche, wenn nicht sogar täglich drauf gucken, je nachdem auch da, welche Strategie ich fahre beim aktiven Trading. Bei Optionen muss ich das zum Beispiel ein bisschen häufiger machen oder auch bei Futures, weil da auch ein gewisser Hebel dahinter liegt. Bei Aktien kann ich das vielleicht auf einmal die Woche reduzieren, je nachdem, wie aktiv ich das Ganze betreiben will.
Aber auch das ist eben eine aktive Tätigkeit, der ich nachgehen muss. Also nicht ganz passiv, dafür aber eben auch kurzfristig mal höhere Renditen erzielen kann, als vielleicht in einem langfristigen Depot. Wenn man das Ganze also zusammenfassen möchte, naja, ich glaube, es ist schon rausgekommen, ein wirklich passives Einkommen an der Börse gibt es eigentlich nicht. Irgendwas muss man immer tun. Selbst wer Immobilien als passives Einkommen sieht, der hat noch nicht sich mit Mietern rumgeschlagen und mit Banken und mit den ganzen Rechtsgrundlagen, die es da gibt. Es gibt eigentlich nicht wirklich ein passives Einkommen. Man kann im Prinzip sein Geld irgendwo hinlegen. Selbst wenn ich Zinsen bekomme auf dem Tagesgeldkonto, muss ich mich damit beschäftigen, ob die Zinsen weiterhin gezahlt werden, ob es irgendwelche Änderungen gibt bei der Bank oder bei der Regelung oder ob ich nicht irgendwo doch noch mehr bekommen kann. Es ist nur die Frage, wie aktiv ist es? Ist es sehr aktiv, wie wir jetzt am Schluss mit Trading gesehen haben, oder ist es eher entspannt wie Zinsen oder Dividenden? Und wie häufig muss ich mich denn damit beschäftigen? Wichtig ist bei all diesen Dingen, dass man eine klare Strategie hat. Egal, ob man jetzt kurzfristig tradet oder langfristig investiert, man braucht eine Strategie, um überhaupt langfristig Gewinn zu machen. Das heißt, man muss auf der einen Seite wissen, okay, wie viel Zeit will ich da investieren? Was ist meine Renditeerwartung? Wie sehr will ich mich damit beschäftigen? Brauche ich das Geld heute zum Beispiel schon? Muss ich heute also eine hohe Dividenden- oder Zinseinnahme erzielen? Oder ist das eher etwas, was ich aufbauen will für die Zukunft? Welche Unternehmen möchte ich denn da reinhaben? Oder sind mir die Unternehmensanalysen zu viel? Will ich mich vielleicht nur mit ETFs beschäftigen? Dann kann ich natürlich keine Outperformance erwarten, aber habe ein deutlich entspannteres Leben. Also all diese Dinge sollte man sich vorher klar werden und überlegen. Und es ist eben auch immer wichtig, ein Risikomanagement zu haben, egal was man an der Börse macht, um eben zu verstehen, wo das Risiko liegt, um Verluste zu vermeiden. Und jetzt kann man natürlich vielleicht sagen, naja, das passiert mir beim Tagesgeldkonto nicht. Aber auch da kann natürlich es sein, dass es mal zu irgendwelchen größeren Problemen kommen kann. Natürlich gibt es da eine Einlagensicherung, die wurde aber auch noch nie getestet. Also wer weiß, was da so das Thema ist. Also auch da brauche ich ein Risikomanagement, wie ich dann reagiere, falls mal irgendein Problem mit der Bank ist. Muss mich damit beschäftigen, wie viel Geld ich denn wo wie liegen habe, welche Zinsen ich bekomme und so weiter. Und genauso ist das eben auch bei Dividenden. Da muss ich mich mit Unternehmen beschäftigen, muss auch da ein Risikomanagement haben, wann ich mich vielleicht mal davon trenne, weil eine Dividende kann auch nur Schmerzensgeld sein, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, verlinke ich ebenfalls gerne hier. Also Strategie, Risikomanagement, extrem wichtig in dem Zusammenhang. Und da auch gerade nochmal für die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, meine Depotstrategie. Es ist eben wichtig, dass man weiß, okay, was ist mein Fundament? Das ist das, was ich ein Ankerdepot nenne. Langfristig, qualitativ, hochwertige, wachsende Unternehmen, in die ich investiere, eine überschaubare Anzahl mit einem klaren Fokus, mit dem Ziel auch eben hier stärker zu wachsen als der Markt oder eben die Inflation, wenn ich vor allen Dingen auf Dividenden aus bin, dann eben erst dann obendrauf ein Schnellboot zu packen, wo ich sage, okay, jetzt wird es ein bisschen aktiver. Das ist dann zum Beispiel aktives Aktientrading oder eben Trading hier oben mit Optionen, Futures oder anderen Dingen, dass man das eben auch klar unterteilt und dass man dann weiß, wo befinde ich mich gerade, was ist denn mein Ziel mit was. Natürlich kann man auch immer ein bisschen Spaß haben, aber das sollte dann auch der kleinste Betrag sein, mit dem man investiert. Ich hoffe, das hat dir einen kleinen Einblick gegeben. Falls du genauer wissen willst, wie du gerade hier auch dein solides Fundament aufbauen kannst, mit dem du entspannt, vielleicht nicht komplett passiv, aber dann doch recht entspannt, ruhig schlafend und mit wenig Aufwand langfristig dein Vermögen entwickelst, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Dann lass mir einen Daumen nach oben. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dich zu dem Thema noch genauer interessieren würde. Und dann planen wir da gerne mal ein Video ein. Dir ansonsten viel Erfolg an der Börse, egal ob passiv oder aktiv. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin, ciao.